Die dritte Liga live bei Telekom Sport. Präsentiert von bwin. Zweiter Spieltag, erstes Heimspiel für den FC Hansa Rostock im Ostseestadion. Zu Gast war die Eintracht aus Braunschweig, die ja mit einem 1:1 gegen Karlsruhe in die neue Saison gestartet war. Die Rostocker wollten wieder Gutmachung betreiben vor 17.500 Zuschauern im Ostseestadion nach dem 0:3 zum Auftakt gegen Energie Cottbus. Und sie starteten griffig, sie starteten giftig mit der Balleroberung, 14. Spielminute, und dann macht sich Mervell Biancardi auf die Reise. Fantastischer Pass auf Sebio Suku, der vernascht den Gegenspieler und vollendet. 1-0 Rostock, 14. Spielminute durch den Neuzugang vom FC Erzgebirge Aue. Das erste Rostocker Tor also in dieser neuen Drittligasaison. Wunderbarer Antritt von Biancardi. Es gibt nur Geleitschutz der Braunschweiger, die irgendwie pomadig waren in dieser ersten Halbzeit. Und Suku macht das dann fantastisch. Die Mitnahme ist eine glatte 1. Und der Lupfer ist dann die Krönung. Rostock also vorne. Pavel Dotschev durfte zufrieden sein. Sein Team wollte die gewünschte Reaktion um jeden Preis zeigen. Defensiv sehr, sehr stabil, und nach Balleroberung ging es dann immer wieder über den Schlepper nach vorne, über den Ballschlepper, über Mervell Biancardi. Rankovic, wieder ist Suku da und wieder Shepherds. Nur 6 Minuten später erhöht Sebio Suku mit seinem zweiten Treffer auf 2:0, und das macht er richtig frech am Ende mit der Brust. Ausgangspunkt erneut Mervell Biancardi, der das Spiel schnell macht. Rankovic mit der passgenauen Flanke und Suku mit der Brust vorbei an Marcel Engelhardt. Wie im Freibad drückt er den über die Linie und erhöht für seine neue Mannschaft. Und die Rostocker machten munter weiter. 10 Minuten später, Suku findet Breyer die nächste Chance. Breyer wartet, bis Rankovic hinterläuft. Da kommt die nächste Flanke in die Mitte und Königs verpasst. Das wäre um einer schon die Entscheidung gewesen. 15 Minuten vor dem Ende der ersten Halbzeit. Den muss Marco Königs natürlich machen. Zur Pause Henrik Pedersen absolut bedient. Sein Team fand nicht so richtig statt. Spielte den Rostockern immer wieder in die Karten mit viel zu vielen Fehlern. Balleroberung von Vanenbetsch. Schon wieder geht es schnell. 5 Minuten nach Wiederanpfiff. Schon wieder sind die Braunschweiger defensiv entblößt. Und Suku mit der nächsten 100-prozentigen. Wieder verpassen sie die frühzeitige Entscheidung. Braunschweig kurz nach Wiederanpfiff, total naiv nach eigenem Ballverlust. Suku hätte seine Leistung mit dem Dreierpack krönen können. Dann gab es die Trinkpause. Pedersen versuchte nochmal emotional einzuwirken auf seine Mannschaft. Es war ja eigentlich noch eine Menge Zeit und es waren ja nur 2 Tore Rückstand. Aber immer wieder solche Fehler. Der eingewechselte Feysulao lädt die Rostocker ein. Breyer auf Königs. Die nächste Gigantenchance, die Rostock ausließ. Die einzige Problematik in diesem Spiel aus Hansa-Sicht war die Chancenverwertung. Ansonsten war alles eigentlich geritzt. Nachspielzeit dann doch nochmal. Immerhin eine gute Gelegenheit für die Braunschweiger durch Jari Otto. Rostock gewinnt am Ende mit 2:0. Ein rundum gelungener Auftritt. Wir haben tolle Leistung heute abgerufen gegen sehr, sehr starke Mannschaft aus Braunschweig. Die Mannschaft heute hat super gekämpft. Die haben sehr gut verteidigt, von hinten nach vorne. Viele Torschancen herausgearbeitet. Normalerweise hätte das Spiel locker auch 4-5-1 ausgehen können. Die einzige richtige Großchance gab es eigentlich in der Nachspielzeit. Ja, das ist richtig. Im letzten Drittel haben wir oft die falschen Entscheidungen getroffen. Nochmal einen komplizierten Pass gespielt, nicht zum Abschluss gekommen. Und dadurch letzte halt einen tiefstehenden Gegner, der eigentlich nur auf Konterspiel lauert, dazu ein, die Tore zu schießen. Tore schießen war heute seine Sache. Sebio Suku beschert der Kogge mit seinen beiden Treffern den ersten Saisonsieg. Braunschweig wiederum muss sich deutlich steigern in den kommenden Wochen.